Ich gehe abends total gern noch eine Runde spazieren. Aber diesmal war irgendwas anders. Ich hatte das Gefühl, verfolgt zu werden. Irgendwas beobachtet mich. Ist da jemand? Hallo? Ihr seid's. Mensch, da habt ihr mich aber ganz schön erschreckt. Kommt, wir gehen nach Hause. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, das kleine Intro hat euch gefallen und euch ein kleines bisschen auf Halloween eingestimmt. Das Drehen hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich möchte mich bei meinem Mann bedanken, der mir dabei geholfen hat. Ohne ihn hätte, glaube ich, alles irgendwie 10-mal so lang gedauert und hätte nur halb so viel Spaß gemacht. Also Dankeschön. Und falls ihr euch jetzt dafür interessiert, wie man die Kürbisköpfe selber nachmachen kann, eben auch mit diesem leuchtenden Effekt, dann schaut einfach das Tutorial. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei und Happy Halloween! Um diesen leuchtenden Effekt hinzubekommen, brauchen wir eine ganz bestimmte Modelliermasse, nämlich Nachtleuchtend von Fimo. Und da habe ich mir jetzt erstmal drei ungleich große Kugeln kreiert und die kommen dann gleich in den Backofen, damit sich der Kürbis nachher nicht mehr verschiebt oder irgendwie zermatscht wird oder so. Ich bin da immer ein bisschen tollpatschig. Also ich habe die gebacken bei 110 Grad ungefähr, ich weiß nicht, 10, 20 Minuten. Und danach habe ich mir verschiedene Orangetöne ausgesucht. Ihr könnt natürlich auch grün oder gelb nehmen. Irgendwas, was euch gefällt. Und das habe ich mir dann einigermaßen gleichmäßig ausgerollt. Wenn das nicht ganz so gleichmäßig ist, ist es auch nicht schlimm. Man sieht das hinterher nicht. Die Kugeln habe ich dann wie in Bonbonpapier eingewickelt und habe das dann so ein bisschen versucht glatt zu streichen. Und habe das in meiner Handfläche dann immer wieder hin und her gerollt, auch um eben ja, das einigermaßen gleichmäßig hinzubekommen. Das ist das erste Fimo-Video seit Ewigkeiten und ich hatte richtig, richtig viel Spaß beim Drehen. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, diesen Effekt nochmal neu auszuprobieren. Ich habe den Effekt ja schon bei verschiedenen Figuren angewendet, beispielsweise bei dem Pokémon Mimikma. Falls ihr euch da erinnert, da gibt es auch ein Video zu und die Figur leuchtet auch im Dunkeln. Oder beim Pennywise, da habe ich, glaube ich, den Kopf mit nachtleuchtendem Fimo gemacht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, da hat auch irgendwas geleuchtet. Jedenfalls finde ich das total cool. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie stundenlang leuchtet, aber die ersten paar Minuten oder sagen wir die erste halbe Stunde leuchtet das schon sehr intensiv und das finde ich halt echt cool. Das macht schon echt Spaß anzusehen. Und hier seht ihr übrigens, wie ich das Gesicht in diesen Kürbis geritzt habe. Und dadurch, dass ja das nachtleuchtende Fimo schon hart ist, kann da auch nicht allzu viel kaputt gehen. Und ihr könnt da ruhig grob schnitzen, wie bei einem echten Kürbis. Genau, ich mache drei Stück und stapel die dann später und habe eben jedem ein anderes Gesicht gegeben. Hier diese typischen Kürbisrillen. Genau, und dann musste ich immer mal wieder das Gesicht zurechtformen. Und so sieht mein erster Kürbis aus. Und wie gesagt, das Ganze habe ich nochmal zweimal mit den anderen beiden Kugeln gemacht. Der hier ist ein bisschen heller und den dritten habe ich ein bisschen rötlicher gemacht. Den finde ich total süß. Ich finde, der sieht so lieb aus. Hier seht ihr die drei Gesichter nochmal gemeinsam. Dann kommt ein bisschen Grün auf den Kürbis, nämlich dieses, ja, Grünzeug, was eben oben drauf ist. Ich habe
da genug Platz gelassen, damit man das später noch, damit man die Kugeln nachher noch aufeinander kleben kann. Und beim letzten habe ich dann noch so eine Art Strunk simuliert. Das seht ihr dann nachher. Hier ist noch so eine Art Ranke. Also da könnt ihr euch ganz austoben und kreativ werden. Ihr könnt das entweder ein bisschen einfacher machen oder ein bisschen aufwendiger, so wie ihr einfach Lust habt. Wenn ihr die Kugeln übrigens bzw. die Kürbisse größer gestalten wollt, könntet ihr beispielsweise auch eine Kugel nehmen aus Alufolie, darum dann erst das nachtleuchtende Fimo und darum dann wiederum das orangefarbene. Also falls ihr richtig große Figuren machen wollt, dann geht das auch. Ich würde dann eben nur den Unterbau quasi aus Alufolie machen. Alufolie kann man mitbacken, bei 100 Grad, das ist gar kein Problem. Aber meine sind eben so klein geworden und das finde ich auch in Ordnung. Nach dem Backen der Kürbisse habe ich die jetzt mit schwarzer Acrylfarbe eingepinselt. Und zwar hat das den Grund, dass die Acrylfarbe, die ich stark verdünnt habe, die läuft so schön in die Rillen und Ritzen und dadurch sieht der Kürbis nochmal ein bisschen gruseliger aus, ein bisschen schmutziger und es verleiht dem Ganzen nochmal ein bisschen Tiefe. Ich mag das total gern. Ich mache das mit ziemlich vielen Figuren eigentlich. Und hier seht ihr alle drei nochmal angepinselt. Ich habe nicht besonders sauber gearbeitet, das heißt nach dem Trocknen musste ich jetzt nochmal die Augen und den Mund freikratzen, weil sonst leuchtet das später nicht mehr so gut. Also ihr könnt entweder einfach ein bisschen sauberer arbeiten als ich oder das auch hinterher einfach freikratzen. Ich habe hier ein Messer genommen. Wenn ihr auch ein Messer nehmt, dann seid bitte vorsichtig. Meins war schon relativ stumpf, das heißt ich habe da einfach so ein bisschen drin rumgekratzt und dann war gut. Ja, hier seht ihr jetzt den Vergleich. Schmutzig und sauber. Zum Schluss, wenn alles getrocknet ist und alles fertig ist, dann habe ich mir so eine kleine Baumstammscheibe genommen. Die habe ich mal aus irgendeinem Dekoladen gekauft. Und jetzt stapel ich die Kürbisse und klebe sie einfach mit Sekundenkleber zusammen. So sieht das dann aus. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dann noch Fimo-Lack verwenden. Ich verwende hier den Fimo-Matt-Lack, den matten. Es gibt den in glänzend und in matt und ich verwende eigentlich immer noch einen Lack, um das einfach noch ein bisschen zu schützen. Und das war's! Dann ist man auch schon fertig und hier seht ihr nochmal den leuchtenden Effekt. Ich mag das so gerne und ich hoffe auch, dass mein Gruselvideo euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt und ich wünsche euch ein schönes Halloween und bis bald. Tschüss!